So, auf geht's! Neues Abenteuer beginnt! Ich bin schon früh aufgestanden und sind schon ein bisschen nervös, also aufgeregt besser gesagt. Es geht gleich los, Richtung Spanien. Jetzt gehen wir dann gleich auf den Zug Richtung Zürich. Heute ist der erste Tag, wir fahren von Vigo auf die Insel Cies. Wir werden in dieser Woche auch noch von Villa Garcia de Arousa auf A Coruña segeln, aber das wissen wir bis jetzt noch nicht. Während dem Rückweg zur Marina in Vigo war es schon wieder dunkel gewesen und wir müssen recht aufpassen auf die ganzen Frachter und Tanker, die dort umeinander fahren. Noch ein Motorproblem. Aber es sieht aus, als könnte man es heute noch beheben. Er ist schon mal fleissig dran reparieren, der Mechaniker. Ist heute Morgen um 8 Uhr gekommen, dann müssen wir um 7 Uhr aufstehen und alles richten und zum Hafen fahren. Aber es ist herrlich da. Da hat es noch Muschelfarmen. Volando por el viento van las alas de la libertad.
Obwohl ich will jetzt baden, mir ist ein bisschen zu fresh noch. Schatz, und? Ist es kalt? Auch kalt. Aber so schön. Sehr erfrischend. So, wir sind jetzt hier in der Altstadt und laufen ein bisschen rum, schauen, bisschen, was es hat. Jetzt gehen wir gerade irgendwo Meeresfrüchte essen und eine Weile trinken. Wir sind jetzt trotz schlechter Wetteransage gleich losgefahren. Und jetzt haben wir noch den Motor. Dino ist auch oben. Weil er hat den Wind fast keinen. Was ist da? Da rankt so irgendwas Bäriges um den Schiff herum. Und da ist Mais. Da. Sieht so aus, ja. Ja, und dann haben wir hier ein paar Apiazin, Asteracin, Cariophyllacin. Eukalyptus. Wir sind jetzt hier ein bisschen am Laufen. Mal einen Landgangausflug. Da vorne hat es Eukalyptus gehabt. Und immer wieder ein Wechselspiel zwischen Sonne. Also wenig Sonne und hauptsächlich Regen. Wir laufen jetzt hier mal rund um den Wald. Sieht recht nice aus hier. Fast im Dschungel. Wahrscheinlich, weil es die ganze Zeit regnet. Also bis jetzt. Ja. Barfuß ist da voller Dornen überall, ein bisschen fördern. Was hast du gefunden? Der bewegt sich alles. Ein Einsiedlerkrebs. Lupfen ihn mal auf an der Schale. Kann er mich beißen? Nein, wenn du die Schale hast, macht er das nicht. Zeig ihn mal in die Kamera. Fest. Dann ist es ein Schneck. Das ist ein Schneck, lassen Sie. Dann ist kein Einsiedlerkrebs. Das sind lauter Schnecken da in dem Fall. Nice, nice.
Gorin hat hier einen Sitz gefunden. Stein gemeißelt. Bequem? Wir sind vor ein paar Tagen schon mal da gewesen, dort sind wir aber geankert. Und dann hat ein Dingi uns verjagt, dass wir hier geankert und dürfen nicht näher kommen, weil wir in einem Filmset reingecrashed sind, wo mit der Drogenpolizei und so für irgendeinen Film Drehaufnahmen gemacht worden sind. Genau da vorne haben wir vor 3 Tagen geankert. Das war dort, wo sie baden sind. Jetzt sind wir wieder da, von Land aus.